Dies ist eine dieselelektrische Class 09. Sie wird größtenteils für Gütertransporte eingesetzt, hilft aber auch manchmal bei Personenzügen aus. Schauen wir uns also mal die Start-Stopp-Prozedur an. Steigen Sie ein. Betreten Sie den Führerstand durch die angezeigte Tür. Bevor wir irgendwas anders machen können, müssen wir die Kennlichter einschalten. Schalten Sie den Hauptschalter auf der Wand vor Ihnen auf ein. Nun, da der Hauptschalter eingeschaltet ist, müssen Sie um die Lokomotive laufen und alle vier Kennlichter einschalten. Super. Steigen Sie nun wieder in die Lokomotive und setzen Sie sich auf den Fahrersitz. Um die Lokomotive zu starten, halten Sie den Hauptgriff für mindestens 5 Sekunden in der Startposition. Sobald die Lokomotive bereit ist, können Sie den Hauptgriff auf die Einposition bewegen. Der Richtungswender kontrolliert die Fahrtrichtung. Stellen Sie ihn auf vorwärts. Drehen Sie die Parkbremse auf die Gelöst-Position. Um uns nun endlich in Bewegung zu setzen, stellen Sie den Leistungsregler auf die Position 1 und warten Sie 5 Sekunden. Gut gemacht. Die Lokomotive fährt jetzt. Um eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten, müssen Sie den Leistungsregler zurück in die Ausposition bewegen. Um die Lokomotive zu einem sanften Halt zu bringen, stellen Sie die Fahrerbremse auf die Position Bremsen 30%. Wenn Sie das Training im alltäglichen Betrieb anwenden, werden Sie das sicher großartig machen.